Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Showdown in the Badlands, die Expansion für Hearthstone, ist jetzt schon seit ein paar Wochen aktiv und natürlich habe ich mich wieder in die Arena gestürzt, um am besten Arena Masterclass zu erreichen, also 12-0 aus Arena rauszugehen oder allgemein Hauptsache 12 Wins rauszuziehen. Gerade mit der Extension kommen nochmal neue Karten in die Arena, was die Arena nochmal auffrischt, nochmal frischen Wind reinbringt in die ganze Sache und das macht das Ganze natürlich nochmal interessanter, jetzt Arena zu bestreiten, um die 12 glorreichen Siege zu erringen. In diesem Video bestreite ich meinen ersten Arena-Run nach Erscheinen der Expansion. Die Wahl unter den drei Heroes ist hier auf den Hunter gefallen, weil Hunter aktuell eigentlich extrem stark ist in der Arena, aber dass natürlich auch die anderen Spieler hier die starken Heroes picken konnten, musste ich am eigenen Leib erfahren und einige Decks wirkten tatsächlich eher so, als wären sie constructed, aber ich möchte auch gar nicht spoilern. Entlasse euch jetzt in meinen ersten Arena-Run dieser Expansion, bin's wie immer euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hunter, Demon Hunter, Druid. Da Hunter aktuell ziemlich gut ist, glaube ich mittlerweile Class A, nehmen wir Hunter. Kern Bloodhoof. Sheriff Beryllbrim, Battlecry. If you have 20 or less health, open the Badlands, the jail. 20 or less. Das heißt 20 oder weniger, ne? Ich habe keine Ahnung, was das Badlands Jail ist, aber wir gucken mal. So, hier ist klar, nehmen wir Silver Serpent. Fable Stayhand finde ich ganz gut. Tentacle Menace eher weniger. Die beiden sind ungefähr gleich. Da ich aber erst ein 4-Drop habe, gehe ich erstmal auf Animal Companion. Ist auch immer gut. Die sind alle nicht so doll. Poisonous 5-1, wozu auch immer ein Poisonous 5 Attack haben muss. For Armor, aber Battlecry deal 2 damage to a random enemy at 1. Also das ist tatsächlich noch die beste von allen Karten. Hier ist der Beetle ganz gut, Sleepy Dragon ein bisschen spät und wir fahren eher eine aggressive Schiene. Also nehmen wir Ball of Spiders, haben wir im Endeffekt auch ein bisschen Sustain. Die 3 Worms, die können ganz gut unter Druck setzen, sie müssen nicht immer fruchten, aber ich denke hier ist Twisted Frostring am besten eigentlich. Aber für Tark Reaper ist mehr defensiv, aber ich würde Diving Griffin nehmen, weil wir hier schon ein bisschen Sustain haben, dass wir wieder Card Draw kriegen. Dadurch Draw Rush Minion from your deck. Ist ganz gut. Give plus one attack to all minions in your hand, deck and battlefield. Ist nicht schlecht. Auf jeden Fall besser als Hot Air Balloon. Allerdings ist Careless Mechanist auch gut. Gerade im Early. Angenehm. Muss man bloß aufpassen, dass wir nicht eine zweite Karte in einem Zug nehmen. Hunter's Pack ist cool. Jabbled McCaw, wir brauchen One-Drops. Auch hier würde ich wieder fast Animal Companion nehmen, aber eine Kopie von einem Beast aus unserem Deck. Das kann auch echt gut kommen. Nehmen wir lieber den. Primordial Explorer hier ganz stark. Nochmal erstmal Poison und wir können uns noch ein Dings aussuchen. Ein Drake, ein Drachen. Angry Hellhound, hier extrem stark. Wegen 4 Attack in unserem Zug. Das sind einfach mal 6-5 Stats für 4 Mana. Geht voll klar. Defender of Argus ist hier, glaube ich, mein Favorit. Tourguide, One-Drop, aber eher schlecht. King of Beasts, an sich cool, wenn man schon Board aufgebaut hat, aber ich denke, Defender of Argus ist hier der Pick. D3 Damage to Minion and the Enemy Hero. Viel zu langsam. Copy a random Beast in your hand. Ist einfach hier viel zu stark. Wargear wahrscheinlich eher weniger. Ich kann mit diesem Snake Oil halt dazu eigentlich nicht viel anfangen. Ich wäre hier tatsächlich mehr für Bait and Switch. Ich gehe hier für Bait and Switch. Wieder der Explorer. Drachen sind gut. Hier Pit Crocodile. Krokolisk. Sehr gut. 5 Schaden, ohne dass wir es anfassen. Candle Shot hier sehr stark. Hier nochmal, denke ich, Silver Serpent ist der Pick. Sehr starkes Minion. After You Forge haben wir nicht. Poisonous Cant. Be targeted by Spells or Hero Powers. Ist das schon gut? Smuggler's Crate. Ja, gehe ich irgendwo mit. Aber ich glaube, ich nehme hier lieber die Rusted Viper, einfach wenn wir auf Warrior stoßen, die aktuell auch noch ziemlich stark sind, einfach um ihm eine Waffe wegzunehmen. 2-1-1-1-1-Snakes mit Stealth.
Glacial Shard nehmen wir hier nicht. Wir nehmen hier wieder den Explorer. Drei Stück davon schon. Hier am stärksten World Wrangler. Wir kriegen auch wieder Minion auf die Hand. Also so, dass unsere Hand eigentlich nie leer wird. Wild Bloodstinger hier auch sehr gut. Aber wir kriegen so im Endeffekt irgendwo Minion runter, was wir vielleicht gar nicht ziehen wollen. Also gehen wir hier Selective Breeder und kriegen wieder Minion, was wir brauchen. Sehr spät. 3-9 Poison. Kommt aber sehr spät. 25 Karten haben wir schon. Wir brauchen noch Big Drops. Stormwind Champion hier, sehr stark. Awakening Tremors. Ein zweites Mal zu haben. Ja, ich denke, wir nehmen das einfach. Oh, nicht schön. Ich denke, wir gehen hier für ein Desert Spear anstatt für die Sneaky Steaks, Snakes. Mukla Champion kann hier gut sein. Javeled McCaw hier ganz normal. Der Drop. Das ist unser Deck. Wir haben als einzigen Big Drop den Pit, Crocolisk und Wasteland Scorpit. Das sind so unsere dicken Dinger. Aber dadurch gewinnen wir das Game nicht. Wir müssen hier tatsächlich von Anfang an ziemlich aggressiv gehen. Sylvanas versus the Lich King. I will crush your defiance as I crushed your city. I will never serve. I will never, ich will auch nicht. So, also wir nehmen Awakening Tremors. Wir haben hier eine sehr gute Starthand an sich. Allerdings gegen Dingens auch schon wieder doof. Wir okay, Spell. Wir gehen hier als nächstes wahrscheinlich für die Awakening Tremors und spielen einen davon, anstatt für die Hero Power. So, er kann jetzt natürlich mit Hero Power den 4-1 herausnehmen. Na? Frage ist, wollen wir jetzt Druck machen oder Hero Power 1? Das ist jetzt noch zu früh. Obwohl uns das eigentlich ziemlich gut was bringen könnte. Ich denke, wir machen das. So kriegen wir einfach noch ein bisschen Sustain auf die Hand und können dann eher reagieren, je nachdem, was er dann noch gleich spielt. Okay, das hätte er jetzt aber auch mit der Hero Power hinbekommen. Er sucht einen Spell. Ja, er will uns auf jeden Fall erstmal nichts auf die Hand geben, was wir gebrauchen könnten. Wir gehen hier für ihn. Er kann jetzt natürlich den Spell haben für 5 Mana, alle Infekten und dann gibt es ihm 2 Leben pro Dings wieder. Hat er aber nicht, gut. Okay, das ist nicht das Problem. Wir haben Silver Serpent hier. Taunt. Gib hier Taunt Minions, richtig gut. Oh, sehr starker Turn gleich. Javeled McCaw. Wenn er jetzt hier nichts zum Reagieren hat, dann ist das schon fast ein Self-Win. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht zu optimistisch ran. Summon a beast was equal to this minion's cost. Ah, shit. Hat Heilung gefunden. Aber ist nicht das Problem. Wir gehen hier für. Für was gehen wir hier? Javeled McCaw. Battlecry to Sand Wasps. 1, 2. Okay. Turn ist jetzt hier. Mukla Champion, ich hoffe, er lässt noch relativ viel auf dem Board, wenn ich Glück habe.
Oh, die Waffe kann böse sein, wenn er die mit Freeze bekommt, aber es würde nur 3 freezen. Also er könnte auf jeden Fall 4 Damage easy rausnehmen. Mindestens 4 Damage. Jetzt ein Taunt Minion noch? Nee, macht er nicht. Okay, damit ist das für ihn verloren hier. Sehr gut. Das war easy peasy lemon squeezy, würde ich sagen. Easy peasy lemon squeezy. Wir bleiben hier nur für den 3-Drop. So, kein 1-Drop, das ist schlecht. Jetzt kommen wir ein bisschen spät raus. Darum. Darum. Habe ich nicht so Lust auf Taco Fodder tatsächlich. Nö, gar nicht. Gar nicht tatsächlich. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, nein, das tue ich mir nicht an. Jetzt gerade noch nicht. So, wir können hier den Drop nehmen oder... So, wenn er jetzt schlau ist, greift er erst an und spielt dann das, was auch immer er hat. Okay, er bereitet auf jeden Fall schon mal was vor. Er wird hier wahrscheinlich nur ins Face gehen. Wir gehen hier... You draw. Ich draw ja erstmal gar nichts. Wir machen den hier. Spielen einmal die Snakes. Hero Power. Und ins Face. Damit er jetzt nicht eine Snake mit dem 3-3 begünstigt. Wäre natürlich auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, er hat nicht. Er hat keinen. Sporting Sustain auf der Hand. Er greift nicht mal. Er greift nicht mal Dingens an. Okay, wir machen Copy a random beast in your hand. Das heißt, wir spielen ihn. Ihn. Consecration wäre jetzt hier auf jeden Fall unser Todesurteil. Aber er hat Consecration eben noch nicht gespielt, als die Snakes da waren. Okay, das ist gut. Das ist alles gar nicht schlecht, wie wir es jetzt haben hier. Wir nehmen hier ihn. Spielen dann ihn. Ein Silver Serpent, Hero Power. Wir dürfen nicht gleich alles aufs Board hauen. Sonst haben wir wahrscheinlich gleich ein Problem. Das Gute ist, wir haben den zweiten Silver Serpent. Oh, Lifesteal. Lifesteal ist nicht schön. Jetzt wäre der dritte Silver Serpent nice. Aber haben wir hier Lethal? Und in keinem Dings haben wir hier Lethal. Das macht 4, 8, 12, 13. Wir sind bei 15. So, wir können jetzt hier Folgendes machen. Divine Shield und Rush, wir müssen, es geht gar nicht anders. Aber wir gehen hier für den.
Den. Ja, das hat uns jetzt übelst nach hinten geschlagen, tatsächlich. Wir jetzt den scheiß Lifesteal Minion und Divine Shield und, Quatsch, und Reborn. Das macht uns hier gerade ein bisschen das Leben schwer. Tech and Health to 1, okay. Ah, jetzt kommt Consecration. Schade, hat er jetzt gerade gezogen mit dem Holy Spell. Na, schwierig jetzt. Schwierig, wir sind bei fast 9 Mana und mein Tempo verringert sich gerade extrem hart. Und er hat gut gebuffte Minions jetzt. Anscheinend auf alle. Och, noch ein Ding, Alter. Okay, wir haben. Welche Möglichkeit haben wir hier? Wir haben ihn. Copy of Beast. Die Frage ist jetzt, wir nehmen glaube ich den Muckler und hoffen einfach, dass wir vielleicht nächsten Turn durchkommen. Kein Consecration, nicht noch eins. Bitte nicht. Muckler Champion into Hero Power into... Das tut weh. Ich habe jetzt allerdings kein Poisonous Rush Minion mehr. Wir haben noch den Angry Hellhound, den wir noch spielen können und natürlich Evasion Worm. Wenn es jetzt nicht allzu dickes wird. Scheiße. Ja, das ist halt echt schon nervig. Wir machen das hier. So, das war jetzt gerade ein bisschen Missplay. Ich habe jetzt gerade aus Versehen den 6-1er gerade mit meinem Face getankt, anstatt das kleine Rush-Minion reinrennen zu lassen. Das war gerade falsch durchdacht. Ich habe gedacht, der 1-1er kann aus irgendeinem Grund überleben. Oh Gott. Lol. At the end of the summon, oh, Alter, er muss auch immer eine Antwort haben, ne? Make a minion go dormant for 3 turns. So, wir haben jetzt hier. Wir können das mal kurz switchen. So, das bringt uns tatsächlich Tempo. Dadurch, dass wir den schon mal rausknallen konnten. Whenever this attacks a minion, put it in your hand. Oh, no way. Ach, er hat halt immer eine Antwort. Das spielen wir hier Constructed oder was? Das war's aber für ihn, denke ich. Yes! Ah, trotzdem immer eine Antwort gehabt. Alter Schwede. Puh. Auch Run 2 erfolgreich. Ja, die ersten sind meistens auch nicht die schwierigen. Tatsächlich erst die, die dann kommen. Also unsere Curve sieht halt auch dementsprechend etwas krass aus. Man sieht selbst, wir müssen es early schaffen. Ansonsten sind wir davon abhängig, was aus unseren Ball of Spiders rauskommt oder aus dem Jeveled McCaw, dass da dementsprechend vielleicht noch gute Minions bei rumkommen. Ansonsten, wir müssen hier das Early Game für uns entscheiden, ansonsten sieht's schlecht aus. So.
Wir gehen hier auf jeden Fall nicht für den Wasteland Scorpid. Diving Griffin ist okay. Animal Companion möchte ich eigentlich noch gar nicht sehen. Schauen wir mal. Immerhin ist ein One-Drop dabei. Auch wenn wir den erst die nächsten Turns nutzen können. Okay. Turn 2. Wir haben nichts. Wir könnten jetzt zwei davon spielen. Allerdings würde ihm das in Turn 2 reinpassen wegen der Hero Power. Wir haben zur Not aber Horsehouse Slinger für 2 Damage oder halt Diving Griffin für 4. Oh mein Gott. Das ist unnötig. Unschön, würde ich mal sagen. Wir gehen hier für... Gehen wir hier für die... Nee. Oh, ich hoffe, er bereitet jetzt nicht Dings Plague vor. Und haut seinen einen gleich hier zu einem schönen 4-5er. Okay, keine Hero Power. Er spielt mir jetzt gerade ein bisschen in die Karten, aber da kommt bestimmt nichts Gutes. Oh, nicht schön. Das Ding ist tatsächlich ziemlich nutzlos wegen dem Ghoul Charge. Frage ist hier. Den Griffin jetzt zu spielen. Wir nehmen den Drake. Nehmen hier aber den Twin Tyrant. Ich glaube, das wird nämlich ein Spiel auf Zeit. Summon 4 undead with rush that die at the end of the turn. Er hat sehr, sehr viel early dabei. Und das ist das, was ich meine. Das kann halt echt böse werden. Okay, wir haben rein theoretisch auch einfach genug, um... Aber hier ist einfach immun. Ist einfach so stark. Aber er kann uns einfach um übelst die Klatsche geben. Wir brauchen hier noch kein Poisonous. So, wir zwingen ihn hier so ein bisschen in die Hero Power. Dass maximal noch irgendein 3-Drop kommen kann. Und das schafft uns hoffentlich ein bisschen Zeit. Dass wir hier vielleicht noch den ein oder andere Powerplay kriegen. Draw a mesh. It's cost 2 or less. Okay. Wir gehen ein bisschen auf die Suche. Wir gehen hier wieder für ihn. Auch hier wieder in die Hero Power ein bisschen gezwungen. Er kann auf alles ziemlich gut reagieren, was wir jetzt hier machen. Das ist halt... Okay. Wäre cool, wenn das jetzt nicht klappt. Ah ja, okay, er versucht so. Das Ding ist mit dem Poisonous Dude halt eh gleich weg. Ja. Okay. So wird natürlich ein Schuh draus. Nicht schlecht gespielt, muss man dazu sagen. Das Early hat sich erledigt. Wir sind jetzt bei 8 Mana. Wir haben jetzt zum Glück ein paar Antworten, die vielleicht ganz gut sein können. Hier ist Rush Poisonous, denke ich, ganz okay. Nee, wir machen es anders. Das ist, denke ich, die bessere Variante. Ah, das Ding ist, Death Knight sind aktuell ziemlich stark in Arena. Kann immer nur hoffen, wenn die Hand sich leert, dass ich dann wieder ein bisschen Luft sehe. Destiny calls to you.
Okay, wir spielen hier. Devil Serpent. Okay, ich hoffe, das war nicht zu vorschnell. Wir hätten rein theoretisch auch den Twin Tyrant spielen können. Aber ich glaube, den brauchen wir noch, wenn da mehr Minions liegen. Das wären sonst einmal 4 Damage für Lau, die ins Nichts gehen. So, wie spielen wir das hier? Ich denke, wir gehen einmal hier für den. Einmal für den. Was? Okay. So, seine Karten neigen sich so ein bisschen dem Ende zu. Das finde ich schon ganz nice. Jetzt darf nichts ganz Schwieriges mehr kommen. Wir haben zwar noch einmal Poisonous als Antwort. Auch noch einmal Poisonous im Deck. Trotzdem. Ah. Trotzdem schwierig. Wie spielen wir das hier? Okay, er hat nur noch 3 Karten auf der Hand. Die erste Karte ist immer noch seine Mulligan-Karte. Ich glaube, die hat er die ganze Zeit noch nicht einmal verwendet. Calls to you. 6 und einen zweiten noch. Das ist nicht gut. Copy a random beast of your hand. Lethal haben wir hier nicht. Aber wir können hier Folgendes machen. Wir spielen Twin Tyrant. Gehen hier einmal drauf. Seine Mulligan-Karte ist immer noch auf der Hand. Ich weiß nicht, was es ist. Die ist immer ganz links. Müsst ihr mal drauf achten. Er hat irgendwas in der Hand, was er Ewigkeiten zurückhält. Entweder bringt es ihm gerade die ganze Zeit nichts. Oder sie ist einfach so für den, keine Ahnung. Weiß nicht, warum er das bis zum Ende aufbewahrt. Okay, ich habe noch einmal Poisons auf der Hand, ist kein Problem. Okay. Okay, er will den haben. Okay, das ist alles Beast-technische hier. Das heißt, wir gehen hier trotzdem... Für den? Für den? Und hoffen, er kriegt nichts Großes mehr. Wir haben kein Poisonous so mehr. Das muss er jetzt rein theoretisch so kaputt machen. Oh, nein. Kein RNG, bitte. Kein gutes RNG. Ich meine, Mugler Champion ist gut, aber nur, wenn wir Board haben. Wir kriegen mit dem Desert Spear auch Board. Aber es geht halt besser. Es geht halt besser. Und ich weiß nicht, was er jetzt gerade aus dem Vulpera Sound Rip gezogen hat. Both Players, ich kann beide nicht spielen. Okay, ist aber kein Ding. Ach, Rush Minion, wo? Equalizer, ne, okay. Jetzt muss ich nämlich langsam auch um mein Leben aufpassen. Okay, wir haben mal das. So, er muss jetzt hier auf jeden Fall reagieren. Er kann es nicht leben lassen. Diese 3 Damage. Scheiße. Er kriegt die eine Antwort nach der anderen gerade.
Und ich neige mich jetzt langsam auch dem Ende meines Lebens zu hier. Ja, das wird kritisch für mich. Wir machen den. Und hoffen, dass es einfach ausreicht. Ich muss hoffen, dass er keinen Direct Damage kriegt. Ah, er hat schon wieder eine Antwort. Bitte, keine Antwort. Ah, nichts Heftiges, bitte, komm. Bitte. Nichts, bitte, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Taunt Minion, meinetwegen. Okay, ich spiele ein Taunt Minion. Mach das Ding noch platt und dann. Hm? Warte mal. Das ist ein Damage zu wenig. Wuhu! Shit! Shit, Leute. Das war Sneaky Peek in Lemon Squeaky, alter Schwede. Dass wir das geschafft haben gerade. War echt haarscharf. So, Hunter gegen Hunter. Das wird nochmal anders. Anders wild. Wir müssen hier unbedingt für Early Game gehen. Aber nicht für die Chimera in Poisonous. Weiß ich nicht. Ah doch. Wir nehmen einfach mit einen 2-Drop. Wir haben zwar einige 2- und 1-Drops. Okay, Candleshot als 1-Drop ist jetzt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber wir gucken, was wir machen können. So, Candleshot. So, das Ding ist, wir können jetzt den zwar spielen, wenn wir den spielen, wenn wir den spielen, haben wir aber ein Problem, wir kommen gleich an dem Taunt nicht vorbei, den er spielen wird. Das wird passieren. Deswegen ist er jetzt gerade tatsächlich ein bisschen stärker. Aber wir könnten hier Angry Hellhound nehmen. Ich nehme Angry Hellhound und verpassen dem schon mal einen Shot, falls wir mit dem agieren müssen. Ja, ich denke, das ist so der Plan. Okay. Er spielt nicht, doch er nimmt jetzt, nee, er spielt den Taunt nicht. Er spielt den Taunt nicht, das ist gut. Er spielt den Taunt nicht. Das heißt, wir gehen auf den. Spielen Angry Hellhound. Wir spielen hier und Curve. Destroyer aller Min. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie im Blut, dass wir Deathwing vielleicht spielen müssen. Ist allerdings der schlechteste, also der schlechte Deathwing. Nicht der schlechteste, aber der schlechte Deathwing von allen dreien, die ich kriegen könnte.
So, hier haben wir jetzt natürlich ein kleines Problemchen. Okay, 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 okay. Das läuft jetzt gerade ein bisschen aus dem Ruder hier. Das läuft jetzt gerade echt ein bisschen aus dem Ruder. Wie können wir das retten? Wir könnten mit dem Spear... Das tut uns dolle weh. Also er hat jetzt hier gerade das bessere Early Play oder das bessere Early Game als ich. Ich sehe hier den Win noch nicht. Ja, das ist jetzt schon fast Verzweiflungstat hier gerade. Ah, er geht jetzt immer schön auf die Hero Power. Okay. Also das jetzt zu überleben wird echt schwierig. Ich habe keine Heilung im Deck. Ich müsste tatsächlich hoffen, irgendwas Heilendes irgendwie aus einem McCaw oder so zu ziehen. Spell kann immer Direct Damage sein. Das ist nicht gut. Warte mal, deal 4 Damage to a Minion? Oder hätte er die jetzt auf mich schießen können? Weil das wäre ja Quatsch. Double to muss auf ein Minion sein, damit er den Spell kriegt. Ah, fuck. Fur is so soft. Okay, das war Rettung in fucking letzter Sekunde.
So, ich muss jetzt Glück haben. Ach, shit, Mann. Wir brauchen ein Damage. Aber er kriegt, glaube ich, alle weg. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, er hat nicht genug. Ein Damage. Es gibt genau einen Damage-Punkt, den ich ihm so setzen könnte. Aber er kriegt halt ohne Ende Minions jetzt auf die Hand. Und da wird 100 pro 1 mit Direct Damage dabei sein. Oder zumindest eins, was noch diesen einen töten kann. Fuck, Taunt. Das war's. Ich kann nichts machen, um hier zu überleben, glaube ich. Ich überlege gerade. 7, 8. Er hat genau 10 Damage. Ich komme hier nicht raus. Egal, was ich mache. Egal, was ich mache. Er sieht es, er lässt mich jetzt gerade bloß zittern. Ja, ja, genau. Okay, ist vorbei. Schade. Schade. Schade, Schokolade. Da war ein Missplay von mir drin. Hätte ich das, die eine Area aufbewahrt, um den Löwen nochmal einzufrieren, hätte ich einen Turn mehr gehabt. Und das ist das, was ich gebraucht hätte. War eigenes Missplay, selber schuld. Ich wusste, dass es gegen Hunter schwer wird. Er hat auf jeden Fall das bessere Early gehabt. So, jetzt wieder gegen Death Knight. Das wird auch nicht einfach. Als ob alle nur die guten Klassen kriegen gerade. So, Candleshot als One-Drop. Defender of Argus später. Primordial Explorer können wir stehen lassen. Three-Drop ist okay. Okay, jetzt haben wir zwei davon. Vielleicht noch ein Two-Drop drawn, dann wäre das... Okay, Seven-Drop. Okay, nicht so der heftige Start, aber... Die Candle Shot kann vielleicht ein bisschen abschrecken. Okay, hier gleich, glaube ich, einmal. Ich glaube nicht, dass wir hier Wasteland Scorpion. Aber er hat halt auch drei, aber. Ist es eine 50-50-Chance, dass wir. Wir könnten das Ding nehmen. Oh, das brauchen wir für später, das weiß ich jetzt schon. Draw spells until your hand is full. Auch scheiße. Domain for two turns. When this awaken, reduce the cost of all dragons in your hand by 4. Ist viel zu schwach alles. Ich habe
Ich habe keine Spells großartig in der Hand, außer die 2, 3. Let none survive. Alle Drachen sind gerade nicht gut. Wir nehmen hier trotzdem Maligos. Einfach nur, um gegebenenfalls den Card Draw zu haben, kriegen, um die anderen Karten zu ziehen, die wir in dem Moment brauchen. Ja, scheiße. Natürlich gleich eine Antwort gehabt. Okay. Das ist für uns super. So, jetzt sind wir zumindest schon mal zurück auf dem Board. Er hat einen Mech. Und okay. Nee, das ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Das Ding ist, wenn er den jetzt magnetized, habe ich gleich ein richtiges Problem. Wenn er den magnetized, habe ich ein richtiges Problem. Ja, einfach um zu protecten. 2 Damage sind eher gemacht als 3. Wenn er den magnetized, wird er vielleicht noch zu groß. Okay, er hat keine direkte Antwort. Aber er kriegt hier einfach zu viel, zu schnell. Okay, wir könnten vielleicht den Heal gebrauchen, aber ich glaube, wir brauchen hier den Board Clear. Der pflanzt mir hier zu viele Minions aufs Board die ganze Zeit. So, ich habe jetzt gerade keine andere Möglichkeit gesehen. Alles andere wäre auch nur wieder Zeitschinderei. Wenn er jetzt keine direkte Antwort hat, wäre das cool, aber er hat eine direkte Antwort. Irgendwas bereitet er vor? The loss will be mourned. Ach so. Ja, nice. Ich habe hier auch wieder keine Heilung, ne? Das sieht ganz schlecht für mich aus. Alter, er mit seinen... Wie oft hat er den Spell? Wir spielen hier schon wieder Constructed. Genau. Ja, schon auf 6 Leben runter, ganz ehrlich. Was soll ich hier denn noch machen? Also, was für eine Hand. Was für... Alter. Als wenn er sein Deck nur für mich gebaut hat. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben sehr schlechtes Early gehabt. Sehr schlechtes Early. Ja, das war's. Damit ist es vorbei. Wir können jetzt hier noch gucken, ob wir noch einen guten Drake rauskriegen. Oder kriegen wir irgendwas kriegen, was gut ist. Das Cover auf... Ne. Und das war's. Here, girl. I smell an ambush. Das sind 4. Er braucht genau 1 Damage. 1 Damage. Und dann bin ich weg. Und bam, da war's das schon. Ne. Junge, so viel fucking Glück. Und der will mir erzählen, er stand 1... Was stand er? Ich komme gerade nicht drauf.
1-3 oder 3-1? Niemals. Das Deck war sowas von fast mehr als Constructed, alter Schwede. Okay. Schon wieder ein Death Knight. Schon wieder ein Death Knight. Eine noch beschissenere Hand als eben. Fuck. Das wird schwierig. Hab wenigstens keinen Opener. Kein One-Drop. Okay. Okay, die Ball of Spiders, die können schon gut werden hier. Wow. Wir gehen hier für... Come on, ey. So, Hauptsache Board. Erstmal Board. Excavate. Rush, okay. Sehr starke Plays hier. Wir müssen versuchen, hier wieder die Control zu kriegen. Ach, er hat auf alles eine Antwort auch schon wieder. Es ist nicht wahr, wirklich. Leute, ganz ehrlich, was soll ich hier denn machen, bitte? Was soll ich hier bitte machen? Ganz ehrlich. Er hat sagenhaften Damage, den er hier austeilt. Ja, wir sind schon wieder so gut wie tot. Das werden wir auch nicht mehr retten können. Er hat hier, genau, eine Antwort nach der nächsten, ganz ehrlich. Was haben wir hier? Taunt. If you excavate it twice, your next card this turn costs 7 less. Genau. Ach, come on, ey. Da würde ich am liebsten schon conceden. Wie willst du es jetzt noch machen? Ich habe nix, was hier helfen könnte. Ich habe nix, was hier helfen könnte. Gar nichts. Puh, ich kann nicht mal einen Dragon, der mir jetzt helfen könnte. Ein Damage und ich bin lost. Ich habe keine Möglichkeit. Ich habe keine Möglichkeit. Habe ich irgendwas im Deck, was mir hier den Arsch retten kann? Ich glaube nicht. Nein, ich habe nichts drin. Das war's. Wobei. Da, so gut gestartet. 3 Wins und dann kriegst du nur auf die Klatsche. Nur aufs Fressbrett. Dreimal hintereinander. So, das war jetzt zwar... keine 0-3-Klatsche, aber sie hat sich so ähnlich angefühlt. So. Naja. Machen wir kurz die Packung auf. Golden Rare und eine Epic. Naja.